hier auf meinem Kanal. Ich bin wieder zurück und zwar, bevor ich irgendwas anfange, euch zu zeigen, was ich gehaut habe die letzten Wochen, eigentlich schon seit Dezember liegt das Zeug hier rum in Kisten, ist so schlimm. Ich bin euch absolut dankbar, dass ihr echt viel Verständnis für mich hattet. Ich habe wirklich die letzten vier Wochen mittlerweile kein einziges Video hochladen können. Ich war einfach so müde und kaputt, Leute. Der kleine Scheiße liegt jetzt auch gerade auf dem Bett. Es ist sehr anstrengend, einen kleinen Welpen zu haben, vor allen Dingen, wenn ihr Vollzeit arbeitet. Ich habe die vier Wochen den nachts auch immer bei der Arbeit dabei gehabt, was natürlich auch sehr erschwerend ist, kann ich euch gleich sagen. Und dann war ja Weihnachten und dann war auch mein Geburtstag, mein 30. Und vielen, vielen Dank für die wunderschönen Nachrichten, die ich von euch erhalten habe. Es war sehr, sehr anstrengend. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Stress gehabt. Also Geburtstage sind für mich immer so ein No-Go, weil es einfach manchmal auch sehr viel Arbeit ist, einfach sich da auch total neu einzufinden und so. Ich habe heute für euch einen wundervollen Beauty-Haul vorbereitet und damit auch Sachen, die ich jetzt auch von weiters weg her geholt habe. Also ich habe zum Beispiel ein Setting-Puder gekauft, was ich endlich irgendwo gefunden habe. Und ich habe einen Haufen Sachen und im Vorab möchte ich euch einfach danken für eure Treue und es sind ja Abonnenten dazugekommen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, da freue ich mich sehr über euch und wenn ihr noch ganz neu bei mir seid, bitte klickt doch unten gerne das Abonnier-Button, da freue ich mich natürlich drüber. Und ich würde mal sagen, ich starte jetzt mal mit den Paletten, die ich mir neu gekauft habe. Und dann kommen Lippenprodukte, Gesichtsprodukte und Puder und so weiter. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mir gewogen bleibt und bleibt auf jeden Fall dran. So, meine Lieben, ich habe jetzt einen kleinen Stapel voll Paletten, die ich euch sehr gerne zeigen würde. Und zwar habe ich auch neue Marken zum Beispiel ausgetestet und kann euch über die meisten Produkte hier sogar eine kleine Review geben. Und zwar habe ich vom Blush Tribe die Hasina 2 Palette gekauft. Das kommt in diesem Packaging, super, super schön. Ist eine sehr, 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 sehr bunte Palette. Und zwar mit diesem Color Scheme. Wunderschöne Palette. Also ich versuche auch in den nächsten Wochen Get Ready With Me's vorzubereiten für euch. Ich werde wieder Freitag und Sonntag für euch da sein ab dieser Woche. Es tut mir einfach so leid. Ich habe wirklich einfach so viel Zeit aufgebraucht für den Kleinen. Wir hatten auch sehr viele sterbende Patienten bei uns. Also das hat mich schon mitgenommen, weil wenn ihr halt Patienten bei euch habt, die halt in der Nacht bei euch versterben und dann müsst ihr halt den Arzt rufen und das ist nicht sehr angenehm, sage ich euch. Das ist sehr anstrengend. Dann ist das einfach etwas, wo ich einfach danach keine Lust habe, mich hinzusetzen und sagen, hey, guck mal, ich habe einen Haul für euch vorbereitet. Das ist einfach nicht mein Ding. Und meine Arbeit ist halt immer sehr anstrengend, gerade auch in der Nacht. Ich habe zum Beispiel jetzt hier auch total einen Ausschlag bekommen, weil ich habe mich mit irgendeiner Puder-Foundation eingepastet, ja, und habe jetzt nur so abgedeckt und habe jetzt hier trotzdem Highlighter drauf. Also für die Hater da draußen, auf jeden Fall ist da der Ofra-Highlighter drauf. Und ich zeige euch mal weiterhin, was ich noch habe. Und dann habe ich hier die Paulina Palette gekauft. Paulina ist eine schwedische YouTuberin, die in einer Art Juvia's Place Style so eine schöne Palette rausgebracht hat. Und ich liebe sie. Ich liebe sie unheimlich gern. Paulina hat, glaube ich, um die 7500 Abonnenten. Ist auch jemand, der so, so geil auf Instagram zurückschreibt. Folgt ihr sehr gerne. Sie ist sehr, sehr, sehr süß. Und sie macht auch tolle Will-I-Buy-It-Videos und auch ganz tolle Make-up-Videos, aber alle sehr krass geschminkt, ja. Also sehr, sehr coole YouTuberin. Also das sind halt beides Paletten, die ich, also die haben um die 20 Euro gekostet. Dann hatte sie noch einen Code aufgrund ihrer Promotion wegen der neuen Palette und dann habe ich das natürlich gleich ausgenutzt. Und dann habe ich noch von Essence eine reduzierte Palette gekauft und zwar Into the Snow Glow. Die sieht so aus. Ich habe die tatsächlich, Leute, für 2,60 Euro erstanden, jetzt im 40% Silber Rossmann. Ich weiß nicht, was los ist, aber Alina und ich haben das beide schon festgestellt. Folgt ihr auch sehr, sehr gerne auf ihrem YouTube-Kanal, und zwar Family for Life. Denn diese Palette, also sie hat gesagt, sie findet diese ein bisschen zu klobig. Ich fand halt die Farben sehr hübsch. Also ich fand nicht, dass sie schlecht ausgesehen hat. Und ich habe jetzt halt mich für diese, ach, ich fand die so schön, die Farben. Ich habe mich schon damit ein paar Mal geschminkt. Ich finde sie sehr gut. Ihr müsst euch halt sehr viel Zeit nehmen. Die hat ursprünglich mal 10 Euro gekostet, aber für 10 Euro kaufe ich gar keine Essensprodukte. Das sehe ich gar nicht ein. Auch bei Catrice mittlerweile sehe ich das nicht mehr ein, weil das einfach zu teuer ist. Und ich habe jetzt, glaube ich, 2 Euro für die bezahlt. Das ging dann noch.
Dann hat die Alina mich wieder angestachelt. Thank you. Und zwar mit der Becca, Chloe und Malika Kollektion. Und zwar habe ich hier eine Bronze- und Highlighter-Palette. Und zwar ist es einmal Glow Up, Fierce, Fabulicity und Coco Bronze. Das ist praktisch die Chloe-Palette davon. Ich zeige es euch mal im Nahen. Super, super schöne Palette. Der Bronzer ist auch der, den ich drauf habe. Der ist wunderschön. Also ich habe den hier, also der ist sehr schön warm, aber auch ein bisschen kühl. Erinnert mich vom Farbstich her sehr an den von Hattie Schmidt. Ist aber mit ein bisschen mehr Schimmer natürlich, weil Hattie Ära ist ja komplett, wie heißt das, komplett matt. Dann zeige ich euch mal etwas, was die liebe Victoria Blush mir geschenkt hat. Mein lieber Schatz, die Victoria, ich verlinke die Kanäle, die ich erwähne, unten oder oben im i, hat mir eine Vocalure 18 Shades Full Function Palette. We Care for Your Favors. Hat sie mir ein Huda Beauty Rose Gold Edition Dupe geschenkt. Und zwar ist das komplett das, was ich auf den Augen trage. Das ist wirklich eine so schöne Palette. Ich zeige euch mal, wie man das schreibt. Schaut mal. Vocalure. Das könnt ihr eingeben bei Amazon. Das ist so eine Amazon-Palette. Ist aber jetzt keine Fake-Palette irgendwo. Aber auf jeden Fall ist das eine echt schöne. Also das Rot. Unglaublich geil. Also ich habe selten ein Rot gesehen, was so ist. Also ich habe wirklich dieses. Also ich habe angefangen mit dem hier. Hochgegangen. Dann in die Transition. Habe es verdunkelt und noch ein bisschen abgedunkelt. Und praktisch einen Eyeliner gezogen und fertig. Super, super schöne Palette. Die gefällt mir unnormal gut. Ich glaube, die kostet ein paar Euro. Also die 10 Euro oder so. Aber die ist so geil. Dann habe ich zu meinem 30. Geburtstag was ganz, ganz Besonderes bekommen. Und zwar die Boho Palette von Ofra Cosmetics. Und zwar von meinem Schatz Alida. Alida ist verrückt, sage ich euch. Die hat sich in absolute Unkosten gestürzt. Diese Palette kostet 70 Euro. Ich finde das so krass. Also ich kann meinem Schatz nicht genug dafür danken. Also sie hat auch gesagt, es war sehr schwierig, etwas zu finden, was ich noch nicht besitze. Das ist wirklich eine so tolle Allrounder-Palette. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich kann nicht sagen, dass man sie sich kaufen muss. Das ist ein Highlighter in Großpen. Also die kostet eigentlich schon 30, dann das 30. Also das ist wirklich eine tolle Palette. Dann Ofra Lidschatten, ein paar Blushes, Bananenpowder. Ihr könnt die komplett benutzen und die sieht so schön aus. Ich habe damit sehr tolle Neutral Looks. Das ist aber so meine Go-To-Palette, wenn ich in die Arbeit gehe auf jeden Fall. Mega schön. Dann habe ich von Colourpop zwei Sachen bestellt und noch einige Lippenprodukte. Die zeige ich euch aber jetzt später im Lippenteil. Dann habe ich die Crush on You Highlighter Palette, die Super Shock Highlighter Palette. Die Super Shock Highlighter sind ganz weich gepresst. Die sind gar, also ihr seht ja, wie ölige Konsistenz, ja. Das Krasse daran ist aber, dass die einfach einen so derartigen Glow haben. Das sind wirklich Highlighter. Also das ist jetzt hier der Ofra aus der Palette, aus der Boho Palette von der Alida. Das sind aber wirklich Highlighter, die derart hardcore sind. Also das ist wirklich mit so einer krassen Ölkonsistenz, dass ihr wirklich mit diesen Palettchen komplett das ganze Gesicht zum Strahlen bringt. Das ist eines meiner schönsten. Ich habe diese Farbe jetzt hier im Inner Corner. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen mehr möchte, ja, gehe ich da ein bisschen rein. Die hat so eine richtig tolle Konsistenz und macht, also das ist unglaublich, wie viel Sheen die abgibt, ja. Und das ist wirklich eine unfassbar geile Highlighter-Palette. Und die sind halt so cremig, Leute, also so heftig. Schaut mal, ihr könnt halt wirklich einen so wunderschönen Glow hervorrufen. Unglaubliche Palette. Ich glaube, die kostet so um die 10 Euro oder so. Dann habe ich mir die I Love Sadahi Through My Eyes Colourpop-Kollaboration gekauft. Das ist die neueste, die sie hat. Ich habe alle Kollaborationen von ihr, auch die Lippenbundles. Super, super schön. Ich persönlich bin ein sehr großer Colourpop-Fan. Also bei Colourpop müsst ihr halt schauen, wie in eurer Region das Zollamt hat reagiert. Jetzt Richtung Stuttgart ist es gar kein Problem, weil die kennen das, glaube ich, hier mittlerweile schon. Also es ist eine wirklich tolle Palette. Ganz tolles Packaging. Hinten stehen die Namen. Also ich hätte es gerne vorne gehabt, aber da hat es keinen Platz gehabt. Super, super schöne, ganz tolle, ganz satte vor allen Dingen Töne drin. Gefallen mir unglaublich gut. Dann habe ich hier noch eine Highlighter-Palette, die habe ich bei Beauty Bay gekauft. Und zwar Wet n Wild hat ein bisschen aufgestockt. Die haben jetzt einige Produkte rausgebracht bei Beauty Bay, die ich wirklich unglaublich gut finde. Und vor allen Dingen, wo ich jetzt nie gedacht hätte, dass ich die überhaupt kriege, weil das sind teilweise Limited Editions vom Sommer, die jetzt ein halbes Jahr später zu uns kommen, so wie Restposten oder so.
Und da gehört ja auch die Mega Glow Highlighting Palette dazu. Und zwar, die Mega Glows, die habe ich auch einzeln, ja. Das sind so sehr berühmte, also das sind auch so ein bisschen, ja, es ist pudrig, ja, aber unfassbar, unfassbar viel Glow geben die ab. Also es ist unglaublich, wie schön die sind, ja. Das sind wirklich sehr, sehr krasse High-End, also das ist so richtig so im Huda Beauty-Style, ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Palette in ganz tollen Farben. Also ich benutze dieses White Lily, das ist so, ich weiß gar nicht, so bläulich-weiß fluoreszierend. Dann habt ihr so ein Rosé, aber das ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu weiß natürlich. Dann haben wir hier noch so ein Gold und so ein Lavendel-Rosa. Sehr, sehr schöne Palette, funktioniert auch unnormal gut auf meiner Haut. Und dann haben wir eine Palette, die ich eigentlich weggeben wollte, weil ich mir nicht sicher war, ob sie mir gefällt. Und das war es, das ist die Silvia Gianni, also ist auch eine YouTuberin. Silvia und Gianni BH Cosmetics Kollaboration. Sehr, sehr schönes Packaging. Und ich habe dann einfach mal einen Look geschminkt und allein wegen dem Gelb würde ich schon behalten. Das ist eine sehr schöne Palette. Die Highlighter sind sehr, sehr beaming. Uhuhu. Also diese Highlighter sind echt nicht von dieser Welt, aber sehr, sehr schöne Highlighter-Palette. Und auch die ganzen Töne sind so schön pigmentiert. Also mir gefällt die unnormal gut. Und ihr habt wirklich, das ist natürlich jetzt nicht so eine Qualität wie jetzt zum Beispiel bei Ofra oder bei Colourpop, aber BH Cosmetics ist schon sehr solide, muss ich sagen. Hat auch ein sehr schönes Packaging gekriegt und bei BH Cosmetics gab es damals 30%, das war aber schon um die Weihnachtszeit rum. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich an Tint-Produkten gekauft habe, weil ich habe hier echt noch einen Haufen liegen. So, ich habe jetzt, ich gehe jetzt einfach mal von links nach rechts, was ich noch am Tisch habe. Und zwar habe ich von Essence die zwei Limited Essence Nagellacke von Dashanti und von X Later gekauft. Einmal in diesem wunderschönen Graubraun und in diesem Lila. Ich habe meine Gelnägel abgelöst, weil sich das bei mir gar nicht gelohnt hat. Vor allen Dingen, Leute, da hat es einen so eingerissen. Es hat so weh getan, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr dazu gehabt. Und auf jeden Fall diese Nail Polish, das fand ich unfassbar schön. Den habe ich jetzt vor 2 Tagen drauf gehabt. Sehr, sehr schön. Also hält auch sehr gut. Das ist übrigens auch das neue Packaging vom Essence Sortiment. Aber da werdet ihr auf jeden Fall ein extra Video zu bekommen. Ich habe jetzt auch einige Neuheiten vom Catrice Sortiment, was ich euch gleich zeigen möchte. Dann habe ich einige neue Foundations getestet. Und zwar, ich kann euch darüber auch sehr, sehr gute Reviews schon mittlerweile geben. Und zwar habe ich einmal die CC Cream von It Cosmetics Oil Free Matte. Unglaublich schöne Foundation. Ich weiß gar nicht, das sind auch 32 Milliliter, kommt in so einem Pumpspender. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde das mal was anderes. Unfassbar gut auf ölige Haut, sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe jetzt die Farbe Medium Tan, glaube ich. Nee, Neutral Tan. Perfekt. Dann habe ich die neue, also beziehungsweise nicht neu, sondern die kam jetzt für uns neu, die Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation rausgekriegt. Ich wusste, dass die Tati, also eines meiner Lieblings-YouTuberinnen, die unglaublich feiert. Ich habe die allerdings ein bisschen zu gelb gekauft. Ich muss dann halt eine, das ist Butterscotch, die Farbe. Die ist halt schon krass gelb, ja, aber ich muss dann halt wirklich ordentlich highlighten. Aber das ist wirklich ein Full-Coverage-Traum, sage ich euch. Es ist ein unglaubliches Make-up. Ihr habt wirklich flawless, ist nicht mal der richtige Ausdruck dafür. Allerdings braucht ihr halt, weil sie eine matte Foundation ist, natürlich eine gute Base drunter, also richtig gut Hydration. Ich benutze ja schon seit locker einem Jahr diese Origin Ginseng Energy Boosting Gel Moisturizer. Der funktioniert sehr, sehr gut. Dann habe ich mich total gefreut, als diese Foundation rausgekommen ist. Und zwar ist die Physician Formula The Healthy Foundation mit dem SPF von 20. Ich habe die Farbe ich weiß gar nicht, die Farbe weiß ich nicht. MN3. Das ist eines der, ich glaube, mittleren Farbtönen. Ja, also es gibt leider nur 6 Farben damit. Also bei uns in Deutschland gibt es nur 6 Farben. Die haben halt eine gewisse Auswahl. Die kostet 15 Euro, ist eine Luminous bis Semi-Matte Foundation. Kommt mit so einem, ich sag jetzt mal, Sharp Tarte Shape Tape Applikator. Sehr, sehr schönes Packaging. Riecht original wie Wandfarbe, ist aber wunderschön. Also ich kann die mit öliger Haut super tragen. Ich muss die halt nur ein bisschen setten oder mal nachpudern oder so. Sehr, sehr schöne Foundation. Schaut euch mal das Packaging an. Wunderschön, sage ich euch. Kann ich nur weiterempfehlen, auch auf ölige Haut. Sie ist halt, die Healthy Foundation ist halt wirklich so nach dem Namen. Also die sieht wirklich gesund aus, aber nicht künstlich.
Dann den absoluten Killer Foundation, die ist auch die, die ich trage, ist die Infallible 24 Hours Freshwear Foundation. Ich trage von L'Oreal fast gar nichts. Ich mag L'Oreal als Marke nicht besonders. Also ich finde zum Beispiel Lippenstifte sind unfassbar, also die stinken regelrecht. Irgendwo haben sie dadurch natürlich einen Erkennungswert, aber das ist jetzt für mich jetzt nicht das, worauf es bei mir jetzt ankommt. Auf jeden Fall, das ist eine wunderschöne Foundation. Guten Morgen, Nuki. Nuki streckt sich. Und davon gibt es jetzt auch einen Concealer. Den habe ich jetzt in meinem zweiten Teil meines Beauty Hauls. Also ich habe jetzt nochmal was bestellt gehabt. Und zwar der Haul mittlerweile vom Februar, weil das ist ja schon Anfang Januar gewesen. Und die ist sehr, sehr gut. Da habe ich jetzt auch schon fast so ein Drittel aufgebraucht. Die ist sehr schön matt. Die ist wunderschön auf der Haut. Und ich habe jetzt die abgepudert mit einem Puder, was ich euch noch zeigen werde. Dann habe ich so noch ein paar Sachen, so Sprays, die würde ich euch auch gerne zeigen. Und so habe ich das You Better Work Gym Proof Fixing Spray, das ist auch aus der neuen Essence Sortiment. Das werde ich gerne für euch testen, da habe ich jetzt noch gar nichts. Für gewöhnlich, weiß ich, der Sprühkopf ist ganz okay, ich finde ihn noch ein bisschen zu stark. Jetzt mal sehen, also es riecht sehr angenehm, es riecht ein bisschen wie Nivea Creme und leicht alkoholisch. Ist aber sehr gut, aber es ist das Problem, was ich mit Essence Sprays habe, ist, dass die immer sehr, sehr feucht sind und teilweise euch auch das Make-up ein bisschen verschieben. Dann habe ich hier von Moi, die von Stefanie Giesinger, die Glow Day Cream. Davon habe ich diesen Ausschlag bekommen, das war jetzt nicht so toll. Ich möchte sie trotzdem nochmal benutzen, weil sie eigentlich ganz cool ist. Vielleicht nur auf der Stirn oder so. Ich finde es halt schade, kostet auch 7 Euro. Aber ich habe halt gedacht, ich probiere mal was aus. Die hat dann noch so Ampullen. Muss aber auch sagen, ich war auch nicht so begeistert von der Paola Maria Sache. Also ich habe davon zum Beispiel, also das Waschgel zum Beispiel von Moa ist gut. Also das vertrage ich gut, aber irgendwie, das ist halt sehr stark parfümiert. Und bei Paola Maria war es leider ähnlich. Also ich habe da eine Daycream gekauft, die musste ich wegschmeißen. Das ging gar nicht. Dann habe ich hier von Wet n Wild noch das Photo Focus Primer Water Spray, was sehr, sehr gut funktioniert. Das Problem ist, dieser Sprühkopf, der ist irgendwie voll oft defekt. Also der wirkt oft total verstopft und ich finde das total ekelhaft. Das sieht auch furchtbar aus. Ich finde das Produkt geil, aber der Sprühkopf ist beschissen. Also ich weiß nicht, was mit dem ist, aber da ist irgendwie dauernd. Fühlt sich das an, wie wenn da nur aus so einer halben Düse was rausgeschossen kommt und dann gebündelt volle Lotte in deine Fresse. Also das ist irgendwie voll anstrengend. Dahingegen muss ich aber sagen, habe ich hier das HD Active Performance Freezing Spray. Unglaublich. Also das ist so ein geiles Spray, sage ich euch. Ich habe das Spray an allen Varianten, in der Glow und in dieser Matt-Version. Ich glaube, genau, ich habe beide. Einmal hier dieses Prime and Fine Anti-Shine und dieses Glow. Das ist eines der besten, also selbst Raw Beauty Christy, also ist eine sehr coole YouTuberin aus Amerika, hat dieses Spray getestet und die findet diesen Sprüher halt richtig geil. Sie kostet halt so ungefähr 4,45 Euro, ist nicht billig, aber ihr habt echt lange was davon. Dann habe ich hier nochmal, also habe ich einige Sachen noch vom Catrice Sortiment und zwar auch den HD Active Performer Primer. Ich habe den schon ein paar Mal benutzt. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Vor allen Dingen in der Kombination mit der passenden Foundation und dem passenden One-Drop-Concealer. Das ist der Shit, sage ich euch. Dieser One-Drop-Coverage-Concealer. Ich habe den der 020. Die Alida hat die 030, glaube ich. Die hat ein bisschen dunkler. Aber ich benutze sie halt wirklich zum Highlighten, weil ich halt sonst echt mega müde aussehe. Dieses One Drop ist kein Scheiß. Also ihr braucht wirklich nur, also im Prinzip, ihr nehmt das Ding hier raus, tupft euch das unter die Augen, einen Tropfen und bufft das aus. Und Leute, das ist wirklich teilweise Full Coverage. Wenn ihr zwei Tropfen macht, dann habt ihr bald keine normalen Augen, da kriegt ihr Porzellanhaut raus. Sehr, sehr geiles Produkt, muss ich echt sagen, finde ich Bombe. Richtig Bombe, sage ich euch. Und ich muss mir da mal gucken, also ich werde das auf jeden Fall aufbrauchen, weil das wird auf jeden Fall eins meiner Jahresfavoriten, das weiß ich jetzt schon. Dann habe ich mir was gekauft und zwar das One Minute Face Perfector. Das ist praktisch so eine Art, ich sage mal Asam Beauty Dupe. Das ist so eine Art Make-up Mousse. Finde ich ganz gut, aber hebt bei meiner öligen Haut halt überhaupt nicht. Also ich habe zu ölige Haut dafür, als dass das hier funktioniert. Das benutze ich jetzt höchstens mal, so weißt du, wenn ich mal ganz schnell irgendwo hin muss oder so und nimm kurz meinen Schwamm, drück den rein und drück mir das auf die Augen, dann ist es natürlich kein Problem. Dann habe ich noch einige Puder hier rumliegen. Und zwar, ich habe auch noch das bei Revolution London bestellt. Und zwar das Banana Light Powder.
Das habe ich heute auch unter den Augen benutzt. Das Banana Light Powder ist wirklich eine ganz tolle Farbe. Es hat auch einen leichten Schimmer drin, ist nicht ganz so matt. Diese ganzen Revolution Powder sind aber sehr, sehr trocken. Sehr, sehr trocken, also nicht vergessen. Um jetzt die komplette Face-Sache zu voll komplettieren, haben sie jetzt ein Bake and Blot Powder, also von Revolution. Da habe ich die Farbe Banana und das ist wirklich ein wahnsinnig tolles, ganz feines Puder. Hat auch wirklich relativ gutes Pigment. Kostet, glaube ich, bei 4 Euro. Ich würde euch raten, das bei Beauty Bay zu kaufen, weil Beauty Bay hat das sehr viel günstiger wie jetzt woanders. Und da kann ich euch echt nur empfehlen dazu. Ich habe hier noch einige Highlighter. Und zwar, ich habe hier aus der Puma und Maybelline Kollektion den Knockout. Und zwar ist es auch ein Chrome Highlighter, ja, den ich wahnsinnig schön finde. Das ist so ein richtig tolles Rosé, ja. Der aber sehr subtil ist, der nicht so hardcore aussieht. Sehr, sehr geil. Ihr seht auch, dass das so ein bisschen gold-rosa changierend ist. Sehr, sehr schön. Ist Limited Edition, also ihr müsst relativ schnell sein, um den überhaupt noch zu bekommen. Und dann habe ich noch eine super Produktempfehlung. Und zwar sind es die Catrice Highlighter. Und zwar hier einmal in der Farbe Mousse. Unglaublich sehr schöne, feuchte Konsistenz. Also wow, also das sind richtige Wow-Highlighter. Ich habe die für wirklich wenig Geld bekommen. Ich habe nicht mal 3 Euro für die bezahlt, weil ich die halt im 40% sale. Ich habe halt 30% auf Highlighter gab es bei Rossmann und habe noch meinen Coupon eingelöst und habe die dann für 3 Euro bekommen. Diese Farbe Mousse habe ich mir sogar nochmal gekauft, weil ich 100% weiß, dass ich die nochmal brauchen werde. Highlighter aufzubauen ist natürlich nicht einfach, aber ich weiß, dass ich halt mich ärgern werde, weil oft ist es bei mir, ich bin so ein Trottel, ich habe auch Katzen. Ich habe jetzt leider Gottes schon ein paar Highlighter und so Puder verloren, weil halt die kaputt gemacht haben. Dann habe ich hier noch das Glow Illusion von Catrice, das lose Puder. Das habe ich im Müller gekauft, weil die ja schon die Theke aufgefüllt haben. Ist auch ein sehr schönes Puder, ist ein toller Dupe zu dem Laura Mercier Glow Powder, wovon ich überhaupt nicht überzeugt bin. Ich war richtig angekackt. Ich habe das Laura Mercier Powder für 40 Euro gekauft und es ist halt nicht schön. Ich kann halt wirklich das nur als Highlighter ganz leicht tragen und das sind halt mal eben 30 Gramm Highlighter. Das ist echt viel. Sehr schönes Puder, benutzt es sehr wenig, so in der T-Zone, hier so ein bisschen, damit ihr so ein bisschen lebendige Farbkraft kriegt. Ansonsten übertreibt damit nicht. Dann habe ich einen Bronzer gekauft und zwar den von Physicians Formula und zwar den Deep Bronzer. Ich habe den in Normal Bronze, ja. Und das Problem ist halt, ich brauchte noch einen, der ein bisschen dunkler ist. Und ich habe leider Gottes bei The Make-Up Spot gesehen, dass die über 20 Euro teilweise dafür nehmen. Das ist mir zu viel. Und dann hat ihn halt für 14,99 der Douglas reinbekommen. Mit 20% war das natürlich der Shit des Jahres. Und auch bei Beauty Bay habe ich jetzt eine tolle Limited Edition entdeckt. Und zwar den Color Icon Baked Blush in den Farben... wie heißt diese Farbe hier? Hummingbird Hype. Das ist ein ganz toller Luminous Blush. Und den habe ich noch gar nicht aufgemacht. Das ist die Farbe Don't Flutter Yourself. Das ist praktisch so ein bisschen rosastichiger. Die liegen wirklich unter 4 Euro. Super, super schönes Produkt. Bevor wir jetzt hier zu der massiven Ansammlung an Lippenprodukten kommen, zeige ich euch noch den Physicians Formula Blush, von dem ich leider enttäuscht bin, muss ich sagen. Ich habe die falsche Farbe ausgewählt. Und zwar habe ich die Farbe, es ist ein Momuru Butter Bronze, Butter Blush in der Farbe Plum Rose. Der sah irgendwie ein bisschen mehr lila-stichig aus. Und ich wollte eigentlich einen kühleren Blush haben, aber der sieht halt echt aus wie so ein Konturierpuder, so ein aschiges. Leider etwas ein Fehlkauf, aber für 11 Euro ging es jetzt noch, weil ich noch Prozente drauf hatte. Und was ich jetzt erzählen wollte, ich habe mich so gefreut. Ich habe über Amazon, den Link versuche ich euch unten reinzupacken, das Fit Me Loose Finishing Powder. Wenn ihr die Fit Me Foundation habt, ja, dann wisst ihr, was ich meine, wenn ihr ölige Haut habt, dass das wirklich ein unnormal schönes Produkt ist. Und dann habe ich mir einfach das Puder gekauft, habe es eingegeben und diesmal tatsächlich bei Amazon gefunden. Ich habe das irgendwo in einer Insta-Story entdeckt, dass jemand das gefunden hat über Amazon. Ich erinnere mich aber echt nicht mehr an wen, habe mir das in den 020 und dann 010 gekauft. Und ihr seht aber, dass die Farbunterschiede echt heftig sind. Und ich drehe es mal um. Also das hier ist mir wirklich zu dunkel. Das da ist perfekt. Also das benutze ich und das da benutze ich so für die Außenteile von meinem Gesicht. So wie so ein leichter, loser Bronzer. Aber so ein heftiges Puder, Leute. Ich habe bezahlt für 11 Euro. In Amerika zahlt ihr keine 7 Dollar dafür. Klar, das ist halt natürlich, wenn ihr das herbekommt, ist das halt immer so eine Sache.
sehr, sehr schönes Puder. Und das letzte Gesichtsprodukt, was ich habe, ist der Super Chic Highlighter in Flexitarian. Flexitarian ist absolut ein legendärer Highlighter, den Kathleen Lights und alle so hypen. Leider Gottes, er ist ein bisschen zu kühl für mich. Ich muss noch ein bisschen gucken. Ich kann ihn aber, wenn ich jetzt meine Haut wieder besser im Griff bekomme, auf dem Zentrum meines Gesichtes auftragen. Und trotzdem, der ist so hardcore pigmentiert. Und bevor ich jetzt, ich glaube, ich habe noch drei Sachen, die ich euch noch zeigen kann. Und dann der Rest ist praktisch eigentlich fast komplett Lippenprodukte. Und zwar habe ich hier auch noch einmal den Revolution Cut Crease Canvas. Das ist praktisch extra eine Art Concealer-Ding, wo ihr einen Brush habt, wo ihr einen Cut Crease macht. Funktioniert unfassbar gut. Ich habe die Farbe, muss mal gucken, wo steht die Farbe, Illustrate. Also es ist schon ziemlich hell, also es gibt auch Weiß. Aber ich mache doch relativ gern, also ich habe jetzt heute nur ein ganz zartes Halo-Eye, also ich habe praktisch nur ein bisschen davon aufgetragen mit dem Finger und habe da ein bisschen was Helleres drauf gegeben. Das ist aber eine tolle Möglichkeit, um es, den Cut, also ihr macht auch euer Auge zu und tappt dann praktisch das Zeug an, wartet, dass es ein bisschen trocknet und nimmt mit dem Pinsel das Produkt halt noch ein bisschen mehr auf. Aber ein sehr, sehr schönes Produkt. Dann muss ich euch sagen, habe ich etwas im neuen Catrice-Sortiment entdeckt, was mir sehr gut gefallen. Und zwar ist es der Camouflage Under Eye Primer. Den habe ich heute auch drauf. Und es macht wirklich einen wahnsinnigen Unterschied, ob ihr den habt oder ob ihr den nicht habt. Ihr tragt diesen Primer praktisch einfach unter euer Auge auf, ja. Und der glättet halt unglaublich eure Falten. Und Falten haben wir alle, da brauchen wir gar nicht drum rumquatschen. Wir haben alle irgendwelche kleinen Unperfektheiten. Also ich habe meine Haut soweit wieder im Griff, aber hier, wie immer an den Highlighterpunkten, da kommen halt immer so Pickelchen durch, was mich jetzt persönlich jetzt nicht so hardcore stört, aber viele andere. Und auf jeden Fall den da und dann in der Kombination habe ich sehr gerne den Camouflage Healthy Glow. Ich habe auch den Healthy Matte Concealer, der gefällt mir aber nicht mehr so gut, weil er lässt mich sehr alt aussehen und das gefällt mir nicht. Ich liebe diesen Concealer und zwar in der Farbe Light Neutral. Leider Gottes würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Essence viel mehr Farben davon rausbringen würde, weil ich die unglaublich gut finde, aber leider nicht jeder die nutzen kann. Das ist echt mega schade. Und dann habe ich noch die neuen Essence Mascaras. Ich weiß, es ist heute sehr viel, aber es ist da wirklich auch sehr viel liegen geblieben. Die beiden Mascaras sind super. Und zwar, die haben ja die alten rausgenommen und zwar mit derselben, mit Curl und Volume. Volume, Curl und Lengthening. Ich benutze beide, also das eine hat praktisch so eine geschwungene Bürste, ich halte es mir mal vors Gesicht, genau. Und das andere hat jetzt statt einer geraden Haarbürste, hat er jetzt so eine Gummibürste, was allerdings sehr gut ist, weil ich dann auch untenrum, also ich habe ja manchmal so, ich habe untenrum jetzt leicht getuscht, aber ich bin da sehr vorsichtig, weil das sehr, sehr anstrengend ist. Falls das dann daneben geht, hast du dann echt das ganze Make-up im Arsch. Und jetzt habe ich dann nachgekauft eigentlich nur noch diesen Augenbrauen, den Brow Colorist Artist, den von Catrice, der ist wirklich sehr gut, der ist auch sehr fein. Der gefällt mir fast besser wie der Make Me Brow von Essence, weil der halt sehr fein ist und ja wirklich gut. Also ich habe ja meine Augenbrauen ja tätowiert, aber ich habe mittlerweile, mache ich die trotzdem ein bisschen dunkler. Die Farbe ist jetzt nicht verblasst, aber ihr merkt halt schon, dass ihr halt eine schwächere Farbgebung einfach habt. Und jetzt kommen wir nach langem Drumherumreden mal zu den Lippenprodukten. Also, Lippenprodukten war ich exzessiv unterwegs. Und zwar, ich kann euch jetzt erstmal, ich swatche allerdings nicht alles, weil das sonst mein Arm nicht mehr aushält. Ich habe mir jetzt das Dreier-Bundle der neuen I Love Sarahi-Kollektion geholt. Und zwar, das ist einmal ein wunderschöner Gloss in so einem Aprikot mit so Goldspecks drin. Dann habe ich hier einen Ultra-Matt-Lip in so einem wunderschönen orange-braun-rot. Und einmal haben wir noch einen Ultra-Matt in so einem, ich sag mal so, gräulichen Braun. Diese Bundles sind immer sehr schön. I Love Sadahi, also die Karen von diesem Kanal I Love Sadahi, hat immer wunderschöne Farben. Die hat wirklich Ahnung, was einfach einem steht. Und das ist richtig geil. Dann habe ich aus dieser Kollektion mit diesen süßen Kolibris, habe ich mir einen Gloss von Wet n Wild mitgenommen. Und ich finde den wirklich gut. Also er ist wirklich geil. Und der riecht auch sehr angenehm. Also es ist so einfach so ein ganz toller, nudiger Gloss. Aber es ist eher sowas für den Frühling.
Dann habe ich hier noch von der Puma-Kollektion zwei der Super Matte Inks. Und zwar muss ich einfach mal dazu sagen, sie sind kleiner wie die normalen. Seht ihr das? Da ist schon ein bisschen Produktbeschiss, muss ich sagen. Also ich habe aber zwei Farben, die ich sehr gut fand. Und zwar einmal die Farbe Unstoppable und die andere Farbe ist Fearless. Also Fearless und Unstoppable. Ich mag halt diese ja etwas kühleren Farben auf der Lippe, die mag ich. Also heute habe ich jetzt natürlich warme Front, aber ich mag die sehr gerne. Mittlerweile trage ich die auch sehr gerne und zwar hat meine Mutter mir diese Farbe gekauft. Ich weiß gar nicht, Dancer. Ja, das ist voll das Rot. Und ehrlich gesagt, man kann sich auf die schon extrem verlassen. Also wenn die irgendwo rumfarben, dann ist es safe auf jeden Fall richtig geil. Und das habe ich total vergessen. Ich habe hier, Leute, wie rum geht das? Alle der fünf neuen Lidschatten-Sticks von Revolution. Ich werde die euch auch testen. Eins kann ich euch sagen, die Schimmerseite ist der Shit, sage ich euch. Bei den Glitzern, muss ich sagen, ist die Pigmentierung nicht so toll, aber die Schimmerseite ist ganz toll. Das sind wirklich ganz, ganz krasse Dupes zu diesen Huda Beauty Liquid Lips, Liquid Eyelid Shadow Dinger da. Und die, muss ich sagen, sind schon richtig heftig. Dann habe ich eine ganz, ganz große Liebe entdeckt. Und zwar, ich liebe dieses Packaging. Ich finde einfach, das sieht sowas von teuer aus. Das ist echt. Ich habe von Physicians Formula endlich die wunderschön. Ich trage diese Farbe auch auf meine Lippen. Und zwar ist es diese Farbe hier. Coral Minerals. Das ist jetzt dieser, die ich drauf trage. Das ist ein Liquid Lipstick, der wirklich seinesgleichen sucht. Also es ist super komfortabel, super schön. Der kostet 7,99 Euro. Ein Wahnsinnsprodukt, sage ich euch. Könnt ihr bei Douglas kaufen. Sehr, sehr schön, sehr angenehm auf der Lippe und sehr schöne Farben. Er hat wirklich von den dunklen. Ich habe mir jetzt nochmal zwei, drei andere bestellt, weil da gab es jetzt nochmal 20% bei Douglas, so wie immer eigentlich. Und habe mir jetzt nochmal zwei Farben bestellt, was dunkleres, um zu schauen, wie patchy die sind. Dann habe ich noch einen Liquid Catsuit, einen Liquid Eyeshadow in so einem tollen Grün, wo ich mir allerdings noch nicht so ganz sicher bin, ob ich die gut finden muss, weil er sieht ja an sich nicht schlecht aus. Das Problem ist, wenn ihr das auf den Augen auftragt, dann fängt er an so unfassbar zu creasen. Also ich muss noch so ein bisschen schauen, ob ich so einen Eyelid Primer drunter packen muss oder nicht. Dann habe ich von meiner besten Freundin von Maybelline zwei von diesen Glitterflips gekriegt. Und zwar einmal diesen lilanen, einmal den pinkenen. Die muss ich mal gucken, wann ich die benutze, weil ist jetzt nicht so mein Alltag. Das ist halt so ein schöner pinkener. Das ist so ein Electric Sign Primatic Gloss, whatever. Die sind halt super beppig. Also da muss ich mal gucken, ob ich die überhaupt benutzen kann. Aber die sind halt nicht so. Der pinkene ist super, der ist schön. Der ist auch richtig so Barbiehaft. Ja, aber die wollte mir halt einen tollen Gefallen tun. Ich meine, hey, der Gedanke zählt, aber die Farben muss ich gucken. Ich weiß auch nicht, was ich von der Konsistenz halte. Also ich finde die halt wahnsinnig dick, ja. Dann habe ich mir auch drei der neuen Generation Mattes von Catrice gekauft in den Farben. Girl Bite Black, Danger Lips und die letzte ist Loma Pooch, ja. Sehr schön, diese Konsistenz muss man sich gewöhnen, es ist sehr mußig, erinnert mich sehr an diese Soft Mattes von NYX und auf jeden Fall sehr, sehr schönes Packaging, ich finde auch das Packaging sehr schön geworden und einen Gloss habe ich auch gekauft, der Gloss gefällt mir fast am besten, weil er riecht auch sehr angenehm und die sind super leicht, ja. Apropos Gloss, wenn wir schon mal bei Glosse sind, habe ich mir auch einen aus dem DM geholt, diese NYX Glosse. Und zwar dieser Glowy Lip Color Candy Stick. Und zwar ist das so ein voll interessanter Gloss. Das ist so einer, also ich kann euch das, also er ist sehr stark pigmentiert, wie ihr seht. Also er ist pigmentiert, aber wenn ihr den tragt, ist er sehr klebrig. Also er ist erstmal brutal klebrig. Ihr wisst erstmal gar nichts damit anzufangen. Und es ist sehr anstrengend, den zu tragen am Anfang, aber er wird halt umso länger ihr den tragt, umso komfortabler wird er. Und weil ich natürlich weiß, dass ihr meine Hauls wirklich sehr, sehr liebt, zeige ich euch mal jetzt nochmal, wie es dem Nookie geht. Also, natürlich der absolute Star der Show ist erst der Grund, warum ich gerade nicht hochgeladen habe. Nookie ist sehr verschlafen, er schläft wirklich den ganzen Tag am liebsten. Und beim letzten Video hat er auch nur gegähnt. Oh, Baby. Oh.
Er ist gerade wach geworden. Also Nuki hat jetzt gut fast 500 Gramm zugenommen seitdem. Also der ist schon eine ordentliche Portion mittlerweile. Immer noch klein. Ja. Er versteht sich unheimlich gut mit unserem Hund. Es ist so ein Schätzle. Das Einzige, was er noch nicht ganz im Griff hat, ist sein Arsch. Also er kackt immer noch, immer manchmal irgendwo hin. Also wenn ihr den echt nicht erwischt, dann kackt er euch knallhart irgendwo hin. Und, aber es muss sagen, ist ein ganz, ganz lieber Chihuahua. Ich bin so dankbar für den. Und dadurch, dass er jetzt auch eine schöne gewisse Größe hat, ja, ist er halt auch wirklich mega süß. Er wird von mir nicht rumgetragen. Ich habe auch eine Tasche für ihn. Aber ehrlich gesagt, benutze ich die gar nicht wirklich. Also er läuft wirklich sehr selbstständig, total selbstständig, ohne Probleme. Ist ein wahnsinnig süßes Kerlchen. Und auch so vom Handling her ist halt wirklich eine ganze Handvoll Glück, gell? Ja, das Baby hat jetzt auch voll Hunger. Er versteht sich wahnsinnig gut mit seinem großen Bruder. Also er mag den Eli sehr, sehr gerne. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben. Ich habe mir auch sehr gerne die Zeit für ihn auch genommen. Es ist sehr wichtig, wenn ihr Haustiere habt und ihr habt auch, egal ob Katzen, Hund, Meerschweinchen, es sind einfach sehr, sehr jung, gebt ihnen einfach auch die Zeit, sich an euch zu prägen. Also es hat mir sehr viel geholfen. Also Nuki kann jetzt Sitz, Platz, er kann auch warten, er kann bleiben, er setzt sich auch hin, wenn es Essen gibt, er setzt sich auch hin, wenn die Türe aufgeht. Also er ist wirklich sehr gelehrig, aber ihr braucht einfach diese Bonding-Zeit, um praktisch mit eurem Welpen halt eins zu werden, weil also er kann jetzt zum Beispiel mittlerweile schon sehr gut alleine bleiben. Natürlich kackt er rein und natürlich muss man dann halt die Pipi-Matte auslegen. Aber wir haben einfach für uns, ist es einfach eine gute Möglichkeit gewesen, mit ihm trotzdem interagieren zu können. Er hat wirklich so, so viel dazugelernt. Ich bin so, so dankbar für den kleinen Stinker. Und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag zum nächsten Video wieder, meine Lieben. Ich habe jetzt mal relativ schnell zack, zack gemacht, was ich alles so gekauft hatte. Und ich werde euch in den nächsten Wochen auf jeden Fall zu jedem Produkt auch mal, ich werde auch mal gucken, dass ihr euch ein Get Ready With Me, dass ich euch das zeige, wie die funktionieren. Und ich hoffe, dass ihr einfach dabei bleibt. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr meine Videos wieder seht. Wie gesagt, Freitag und Sonntag lade ich hoch. Hier und da vielleicht mal ein extra Video, wenn ich was ganz, ganz Brisantes für euch habe oder so. Und mir macht das YouTube immer noch wahnsinnig Spaß. Aber ich selektiere einfach ganz klar da, dass das, was ich habe, was ich Geld verdiene, meine Arbeit natürlich an erster Stelle steht. Und natürlich auch zum Beispiel sowas wie der Kleine. Er braucht einfach die Zeit und die Zeit gönne ich ihm auch. Und die hat er auch verdient, weil er einfach so jung ist und er einfach auch seine Mommy braucht. Es hat auch sehr viel geholfen beim Connecten mit dem Eli zusammen. Hier seht ihr zum Beispiel ein wunderschönes Bild von den beiden. Es ist zauberhaft, wie die beiden miteinander umgehen. Es ist wirklich zum Totschreien. Und ich bin einfach dankbar für die Zeit, die ich mit den beiden habe, weil es geht so schnell vorbei, Leute. Er ist so groß geworden. Er war wirklich eine Hand voll und jetzt ist er schon zwei Hände voll. Und es wird auf jeden Fall nächste Woche oder übernächste Woche ein Welpenhaul kommen. Dann zeige ich euch mal, was ich gekauft habe und was sich tatsächlich auch gelohnt hat. Gerade bei Chihuahuas neigt man halt oft dazu, dass man halt zu viel Scheiß kauft. Ich habe das genauso gemacht. Zu vorsichtig mit allem ist und letztendlich hat das halt vieles zum Beispiel, wäre zum Beispiel gar nicht nötig gewesen. Ich zeige auf jeden Fall in voller Wahrheit und in vollem Umfang, was ich praktisch gekauft habe, was ich gut fand. Und ich habe euch wahnsinnig lieb, meine Lieben. Und ich hoffe auch, wie gesagt, dass ihr mir weiterhin gewogen bleibt. Und auf jeden Fall bis bald, meine Schätze.